Und damit willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Purpur. Vor genau zwei Parts haben wir den Geschichtskurs dieser Schule gemacht. Die Zwischenprüfung und dann auch die Abschlussprüfung. Und das hatte einen ganz besonderen Grund. Und zwar, damit wir etwas machen können, was wir ab diesem Part machen wollen. Aber vorher, nein, ich möchte nicht gehen. Ich möchte nicht gehen. Hallo, ich möchte nicht gehen. Hallo, hallo, ich wollte dahin gehen. Denn vorher muss ich noch mit der Geschichtslehrerin einmal sprechen. Bist du nicht? Genau, Dennis aus der 1a, richtig? Ich muss jetzt mal etwas über deine Mitarbeit und Beiträge in meinen Unterricht loswerden. Du bist schon ein ausgesprochen interessanter Schüler. Frag mir doch mal bitte mal, ob deine Vorliebe für Altes hast oder dich eher für neue Dinge begeistern kannst. Boah, ich finde beides sehr interessant. Ich sag aber mal, um dir zu gefallen, alte Dinge sind super. Oh, du hast also ein Faible für Vergangenes. Da habe ich mich doch nicht in dir getäuscht. Ja, bestimmt wird er sich noch als äußerst nützlich erweisen. Ach, das sollte nichts bedeuten. Ich habe nur laut nachgedacht. Unsere heutige Begegnung hat sich mehr als gelohnt. Dafür danke ich dir. Du bist ein wenig mit Sonora Moira warm geworden. Aha, okay. Muss ich noch mehr mit dir reden? Ja, aber so wird das jetzt, glaube ich, noch... Ich muss sie bestimmt noch hier und... Ach, jetzt ist sie in der Eingangshalle. Aha, jetzt ist sie in der Eingangshalle. Das ist gut zu wissen. Weil es muss erstmal etwas freigeschaltet werden. So, wo ist sie denn? Irgendwo hier ist sie. Die Frage ist, wo? Genau. Da hinten steht sie. Dann gehen wir mal zu ihr. Ist interessant, dass sie vor uns hier ist. Interessant. Na, wenn das mal nicht Dennis aus 1a ist. Möchtest du etwa wissen, wie das Märchen weitergeht, das ich im Unterricht erzählt habe? Stimmt, das hat sie gar nicht zu Ende erzählt. Stimmt, die Stunde war ja dann vorbei. Hey, dann hast du also angebissen. Hervorragend. Das Gefäß, das Schwert, die Holztafeln und die Juwelen. Wir konnten diese vier Schätze solch desaströse Folgen für das königliche Schloss haben. Nochmal zur Erinnerung, der König von Paldea hat vier Schätze bekommen, hat dafür viel, viel Gold bezahlt. Das war halt ein König, der auf Schätze halt komplett abgeht. Und plötzlich über Nacht ist ein großes Unheil dahergekommen, dass das ganze Königreich oder zumindest der Palast und so abgebrannt ist zu Schutt und Asche. Und ja, die Ursache sind halt diese vier Schätze. Und dann sind halt... ist halt die Frage, wie konnten diese vier Schätze solch desaströse Folgen für das königliche Schloss haben? Aus einem einzigen Grund. Bei den Schätzen handelt es sich in Wahrheit um vier Pokémon. Oho. Im Laufe der Zeit wechselten sie als Kleinode von Besitzer zu Besitzer, sodass sich irgendwann der Fluch menschlicher Gier in ihnen ansammelte. Als sie schließlich mit der Habsucht des Königs in Berührung kamen, erwachten sie als Unheil und wurden von blinder Zerstörungswut ergriffen. Um sein Reich zu beschützen, ließ der König nach namhaften Pokémon-Bändigern schicken. In einem erbitterten Kampf gelang es diesen dann, die Unheils-Pokémon zu besänftigen. Man sagt, dass die vier Pokémon irgendwo in Paldea versiegelt wurden. Vier Stück. Und was denkst du, ist diese Geschichte frei erfunden? Nee. Weil Gierspenst, erinnert ihr euch an Gierspenst? Ich glaube, das hat irgendwie was damit zu tun. Und ja, ich war da auch immer gierig und wollte die Münzen haben. Hey, du hast einen scharfen Verstand. Ich habe Unmengen an historischen, aber auch persönlichen Aufzeichnungen zu diesem Thema studiert und komme zu einem einzigen Schluss. An dem Märchen könnte etwas Wahres dran sein. Jetzt muss ich es nur noch beweisen. Sollte mir das gelingen, werde ich dir Bescheid sagen. Ich habe mich noch ein bisschen mehr angefreundet. Ja, sehr schön. Und wahrscheinlich muss ich jetzt nochmal ein drittes Mal mit dir sprechen. Das heißt, wir gehen mal hier zu dieser Konsole und gucken mal, wo jetzt Senior, wie auch immer, jetzt auf uns wartet. Wieder in der Eingangshalle. Da sind wir ja gerade. Kann ich sie jetzt direkt nochmal ansprechen oder muss ich erstmal in einen anderen Raum, um wieder hier zur Eingangshalle zurückzukehren? Kann ich sie ansprechen? Ich kann sie ansprechen. Ja, sehr schön. Dennis, endlich ist es soweit. Die verfluchten Schätze des Unheils. Ja, die vier Pokémon. Es gibt sie wirklich. Also das wusstest du ja gerade vor 5 Sekunden noch nicht, aber interessant. Und weißt du, wo sich mir die Wahrheit offenbart hat? In der Zeitung. Ausgerechnet in einem Interview mit einem Zimmermann. Die Pokémon-Bändier benutzen anscheinend geweihte Pfähle, um die Schätze des Unheils in Schreinen zu versiegeln. Jedes Pokémon wurde dabei in seinem eigenen Schrein versiegelt. In der Umgebung eines jeden Schreins halten nun 8 in den Boden getriebene Pfähle die dunklen Kräfte in Schacht. Aha, okay. Sowas haben wir bisher noch gar nicht gesehen.
Würde man also alle Fehlernamen nahe einem Schrein entfernen, dann könnte man die als Schätze des Unheils bezeichneten Pokémon freilassen. Und Dennis, bekommst du dann nicht Lust, diesen armen, eingesperrten Pokémon die Freiheit zu schenken? Die bringen Unheil, das weißt du schon. Aber ja. Hehe, du hast ein Herz aus Gold. Du bist wirklich ein überaus brauchbarer Zeitgenosse. Darf man den Nachfahren der Bändiger Glauben schenken, so kann nun jemand mit starkem Mann zu Pokémon die Fehler entfernen. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte dazu also gewiss in der Lage sein. Ob du all dem Glauben schenkst, ist natürlich dir überlassen. Aber ich markiere mal auf deiner Karte, wo du die Schreine finden kannst. Oh, das habe ich gehofft, dass man das wenigstens mal sehen kann. Okay. Ich würde meine Abenteuerlust ja gerne selber frönen, wenn ich den Unterricht noch öfter zausen lasse. Naja, der Direktor ist schon misstrauisch genug. Hey, was ist ja... Irgendwie ist das ja auch eine Art Schatzsuche. Nur eben nach Schätzen des Unheils. Geht der Sache doch mal nach, wenn du Lust hast. Machen wir, machen wir. Du hast den Herrn Moiras Vertrauen gewonnen. Ja, nice. Und dann würde ich sagen, gehen wir aus der Akademie raus und kümmern uns direkt darum. Hier ist das Tor und dann, ja, wollen wir loslegen. Und das ist das, was wir jetzt machen. Diese vier Pokémon befreien. Ich wusste, dass es irgendwie was mit Pokémon zu tun hat. Was man befreien muss, das wusste ich schon von der meinen Erzählungen in den Artikeln, die ich gelesen habe, weil ich ja irgendwie wissen musste, was kann man jetzt noch machen, und das ist halt etwas, was man jetzt noch machen kann. So, das heißt, wir suchen mal diese Schreine. Ich weiß nicht, wie die oft... Oh, Schrein des modrigen Holzes, hier unten. Das ist interessant, und hier ist auch noch ein Pokécenter, was ich bisher noch nie bereist habe. Das heißt, wir gehen da zur südlichen Zone 1 hin und da zum Schrein. Das heißt... generell auch, dass ich mal meine Pokémon heilen kann. Das finde ich gut. Und ich muss Items kaufen. Das machen wir jetzt direkt auch noch. Beleber und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wie schwer das wird. Ob das überhaupt irgendwie eine Schwierigkeit hat. Ob wir gegen diese Pokémon des Unheils, sag ich mal, kämpfen müssen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da kämpfen müssen. Aber ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. So. Die werden erstmal hier geheilt. Ich hätte mal wieder Bock auf Kolossand. Ich möchte Kolossand wieder zurückhaben. Die Frage ist nur, wen packe ich zurück? Nein, das ist die TM-Maschine. Ich möchte hier. Und ich bin gerade so über den Boden geschlittert. Ja, mein. Ich brauche, ja, Top-Trank brauche ich auch wieder ein bisschen was. Kaufen wir 10 Stück. Hypertrank kaufe ich 20 Stück. Können wir ruhig mal alles hier kaufen. Geld haben wir eh genug. Hyperbälle habe ich noch 19. Falls wir kämpfen müssen und ich auch irgendwie die Pokémon fangen muss, was ich mir auch gut vorstellen kann, habe ich jetzt dementsprechend mal da was gekauft. Finsterbälle kaufe ich gleich auch mal 30 Stück, dass wir da auch was haben. Zack. Und ich brauche, wie gesagt, noch Beleber. 20 Stück, weil ich habe keine Beleber mehr. So, dann haben wir das eingekauft. Und dann sehen wir uns bei diesem Schrein wieder. Metallklaue liegt hier einfach herum. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Oh, was ist denn da? Was sind denn das da hinten für Türme? Was ist. Achso, das ist die Stadt. Das ist die Stadt. Achso, und hier ist ein Leufeo. Das ist einfach da. Die Stadt ist ja interessant. Okay, ich bin aber in der richtigen Richtung, oder? Oder habe ich. Warte mal. Ich glaube, ich bin falsch. Ich bin hier falsch. Ja, weil ich bin einem anderen Ziel hinterhergelaufen. Ich muss in die Richtung. Ich muss das hier erstmal markieren. Na toll. Oh, da hinten sieht man sogar schon das Tor bei der Schrift. Irgendwas Lilanes ist da. Okay, interessant. Gegen Trainer und so werden wir jetzt hier nicht kämpfen, weil ich denke mal, dafür sind wir einfach so hoch gelevelt, würde ich schätzen. Daher macht das für mich jetzt eher weniger Sinn, hier noch gegen Trainer zu kämpfen. Ganz ehrlich, es geht hier jetzt um die Story an sich und nicht um irgendwelche Kämpfe, die wir jetzt hier noch beschreiten werden. Das ist, sag ich mal, vorbei. So, und das ist hier dieser Schrein, denke ich mal. Und da müssen wir jetzt... etwas kaum. An diesem Ort wurden die Unheilstafeln versiegelt. Wir müssen jetzt in dieser Umgebung, glaube, so wie ich das verstanden habe, solche Siege finden. Das ist mal ganz interessant. Die Frage ist, wie weit entfernt sind die denn? Hier ist Vonaira, ist ja ganz cool. Hier sind auf jeden Fall ganz coole Pokémon. Sonderbonbon gibt es hier. Es gibt hier Zystrahl, auch nochmal als TM, sehr, sehr schön. Aber was ich mich wirklich frage, ist, wie weit sind diese Siegel also entfernt? Sind die in unmittelbarer Nähe? Da unten ist noch eine TM, die ich eigentlich haben möchte. Oh, Beleber. Jetzt haben wir ja Beleber. Kefustrei gibt es hier. Sehr schön. Hier ist ein Trainer. Da hinten, das sind Terror-Raids, die so leuchten. Ja. Boah, ich glaube, ich bin schon zu weit entfernt.
Ich bleibe mal in der Umgebung. Also gerade waren wir da. Ich habe mal die Kämpfe gegen Meryl mal rausgeschnitten. Waren dann auch zwei. Oder zu Meryl oder was das jetzt war. Habe ich mal rausgeschnitten, weil brauchte ich jetzt nicht. Ich bleibe mal hier in Sichtreichweite, sage ich mal. Weil irgendwie müssen die dann ja... Oder vielleicht da oben irgendwie. Das könnte natürlich aber auch möglich sein. Und von dort oben habe ich so oder so eine gute Aussicht. Daher klettern wir mal kurz hoch. Wir klettern einfach mal kurz hoch. Und dann können wir das von hier aus sehen. Oh, da ist... Oh, dieses Friedwurf. Dieses Friedwurf als, ja, mit einem besonderen Terror-Typ. Das ist ja cool. Will ich angreifen? Komm, machen wir ruhig mit unserem Feuerstart. Da will ich gucken mal, was er für einen Terror-Typ hat. Und vielleicht kann ich ihn direkt auffangen. Das wäre irgendwie ganz cool. Was hat er für einen Terror-Typ? Irgendwas Interessantes? Boden. Das ist tatsächlich interessant. Boden ist sehr, sehr cool. Normalerweise ja, glaube... Feuer, Geist oder nur Geist? Das kann sein, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall jetzt hier Bohnen. Das heißt, er hat natürlich aber auch eine Bohnenattacke. Ich muss ihn jetzt erstmal schwächen. Ich hätte eigentlich erstmal Gene einsetzen sollen. Aber gut. Auf Level 40 allerdings nur. Aber ich will ihn trotzdem jetzt mal fangen, weil mich interessiert dieses Pokémon gerade sehr. Machen wir direkt. Nein, warum noch? Setze ich Super. Ich wollte Hyperball einsetzen. Wow. Ich wollte Hyperball einsetzen. Aber vielleicht reicht es. Ja, nice. Reicht. Aber Level 40, das ist, da ist er einfach zu gering gelevelt. Sonst hätte ich ihn gerne mit ins Team reingenommen. Aber so an sich finde ich das jetzt sehr cool, dieses Pokémon zu haben. Ach, normalerweise nur Geist. Okay, okay. Aber nein, ich möchte nicht ins Team. Ich möchte nicht ins Team. So, Box. Wunderbar. Und wurde hier reingesetzt. In den Pokédex. Och, nee. So, kurz mal hier geflüchtet. Das ist auch der Grund, warum ich mich ungern hier umziehe in dieser Pokémon-Generation, weil man immer im Pokémon läuft. Warum gibt es den Top-Schutz nicht mehr? Ja, könnte man noch so machen, bei Top-Schutz laufen die Pokémon so ein bisschen weg vor einem. Also wenn man, dass die Angst vor einem haben oder irgendwie generell, wir riechen nicht gut und dadurch sind die Pokémon dann, ja, wir verscheuchen die, sobald wir irgendwie in der Nähe eines Pokémons gelangen. Das wäre mal eine coole Idee und das wäre auch irgendwie... Dann wäre es für mich in Ordnung, dass man halt so immer auf Pokémon, also die richtig angreift, wenn man die einfach nur berührt. Dann wäre es für mich, das wäre für mich das ganz okay. So, also ich sehe hier einige TMs und so, das finde ich ganz cool. Allerdings, diese Siege sehe ich halt nirgendwo. Das ist das Problem. Nirgendwo diese Siege. Ach doch, da leuchtet's. Da leuchtet's. Aber es ist nur das einzige Siegel, was ich hier überhaupt sehe. Oder gibt es jetzt hier nur ein Siegel bei dem hier? Hier steckt ein unheimlicher schwarzer Siegel. Möchtest du ihn herausziehen? Ja. Wie hieß nochmal dieses Schwert? Dieses starke Schwert, was man so sagt, so. Wie hieß denn das nochmal? Dieses, wo nur der Wahre, sag ich mal, das herausziehen kann. Der das Schwert ist würdig ist, sag ich mal. Boah, mir fällt der Name nicht ein. Das hat so einen speziellen Namen. Boah, fällt mir echt gerade nicht ein. So, ein weiteres Siegel sehe ich nicht, aber vielleicht ist es doch schon auf. Das kann natürlich sein. Dieses Siegel war auf jeden Fall ganz in der Nähe. Ganz, ganz in der Nähe. Der kann wirklich sein, dass das schon auf ist. Problematisch wäre natürlich, wenn diese Siegel erst bei einem geringen Sichtfeld erscheinen. Wie viele Siegel gibt es pro Tor? Aber bis jetzt ist... Nee. Ich muss noch weitere Siege finden. Okay, ganz ehrlich. Das Gebiet ist riesig, wo man die finden kann. Ja. Dieses ganze Gebiet hier sind die Pfähle verstreut. Und das sind, glaube ich, so um die 7 Stück. Um die 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück sind das. Das sind genau 8 Stück. Und ich werde hier, weil, ganz ehrlich, alles abzusuchen, würde für mich einfach viel zu lange dauern. Und das wäre ein zu großer Aufwand für mich. Ich werde mit PokéWiki arbeiten. Ich habe hier eine Karte, wo die ganzen Pfähle eingezeichnet sind. Und das werde ich jetzt, das werde ich, ja, in Anspruch nehmen, sage ich mal. Und ein Fall soll so hier irgendwie ganz in der Nähe hier sein sogar. Aber hier ist doch keiner. Oder ist das den wir schon geholt haben? Das ist natürlich jetzt... Ich muss das markieren, was ich schon alles geholt habe. Das heißt, ich werde mir mal Paint mal zur Hilfe nehmen und dann da dann das mal markieren, was ich schon geholt habe. Und ich glaube, ich hatte dann das... Ja doch, das passt. Hier auf der Karte, da
Da oben war dieser eine Pfahl. Ansonsten, ja, sehen wir uns jetzt an den verschiedensten Orten wieder. So, der nächste hier ist auch so ein Gierspenst. Das will ich direkt mal ansprechen, um eine Gierspenstmünze zu bekommen. Ich bin auf der Karte hier auf diesen großen Berg oben drauf. Und da gibt es dann Nummer 2. Der heutige Part wird wahrscheinlich etwas länger werden. Dadurch, dass ich eigentlich dieses Pokémon, sag ich mal, noch heute befreien möchte. Was war das für ein Bug gerade? So, Nummer 3 befindet sich hier unter Prato Lido beim See. Und werden wir direkt hier rausziehen. Also, ganz ehrlich, diese Moves von Miraidon mit dem Klettern, das ist schon sehr eklig. Muss man einfach so sagen. So, als nächstes geht es für uns hier hin. Und da bin ich schon. Ich nehme gleich noch die TM da drüben mit, aber vorher ziehe ich hier dieses Schwert hier raus. Ich bin die ganze Zeit immer noch am Überlegen, wie dieses eine Schwert hieß, was dieses... Ah, wie hieß denn das? Mann, mir fällt es nicht mehr ein. Mann. Ja, in der Nähe der großen Hauptstadt ist das nächste Schwert. Das ist jetzt das Schwert Nummer 5, was wir haben. 3 Stück fehlen jetzt noch. Und die sind auch noch relativ in der Nähe, sagen wir mal relativ. Zumindest das nächste, das ist hier zwischen Mesalona City und dem Pokécenter hier. Da befindet sich Schwert Nummer 6. In welcher Reihenfolge man die Schwerter rauszieht, ist eigentlich übrigens auch egal. Da könnt ihr anfangen, wo ihr wollt. Und man könnte vielleicht so auch sagen, dass die Schwerter immer weit oben sind. Also an markanten Orten. Gut, dieser Ort ist jetzt hier vielleicht nicht hundertprozentig markant. Aber so an sich, wenn man überall lang fliegt und so weiter und so fort, sollte man die schon finden. Bin ich auf jeden Fall der Meinung. Trotzdem, es bietet sich an, mit PokéWiki auf jeden Fall zu arbeiten, weil das erleichtert dann doch noch einiges. So, dort ist das letzte Schwert, was wir jetzt auch noch ausziehen wollen. Direkt neben dem Pokémon Center ist das letzte Schwert und dann wollen wir das rausziehen und dann können wir den Siegel aufbrechen. Wahrscheinlich muss ich da jetzt erstmal wieder zum Siegel dann hin. Heißt, ich werde nicht automatisch... aus Richtung des Schreins ertönt ein seltsamer Ruf. Oder wäre ich dahin geportet? Ach, leider nicht. Ach, schade. Oh, ich kann zu den Schreinen sogar hinfliegen, sobald ich den entdeckt habe. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Dafür Daumen hoch. Dafür einen Daumen hoch. Und die Siegel sind weg. Und ich kann hier nun... eintreten? Ist das eine Höhle oder was ist das? Leise Geräusche dringen aus dem Inneren des Schreins hervor. Möchtest du den Schrein berühren? Ja. Was passiert jetzt? Oh. Öffnet sich das tatsächlich? Gut, erstmal eine Schwarzblende. Ist ja klar. Okay, tatsächlich. Und da ist ein Pokémon. Ist das das? Das scheint das zu sein. Ist ja interessant. Ist eine Schnecke. Warte, ist das Pflanzegeist? Weil das ist ein Pokémon, was mal Bone meinte, als ich mal... Ja, das scheint Pflanze Geist zu sein. Weil Bone meinte, hat mir mal aufgelistet, was es für Pflanze Geist Pokémon gibt. Und da hat er ja noch so im Nebensatz erwähnt, wenn ich nach der Story, also nach den Credits noch weitermache bei einer der Aufgaben, gibt es noch ein Pflanze Geist Pokémon. Und ich glaube, das werde ich hier auch fangen. Machen wir erstmal Gena. Verderben. Das ist natürlich nicht so schön. Ich will nicht verdorben werden. Aua. 111 Schaden. Genau die Hälfte. Ist das mit Absicht so? So, schläfrig. Stimmt, ich habe den Flottball vergessen. Komm, machen wir schnell noch den Flottball hinterher. Machen wir den Flottball hinterher. Es regnet jetzt. Na toll. Los, let's go, Flottball. Ist immer noch schön stark. Jetzt ist stark wie ein Hyperball. Also von daher. Ach, schade. Gut. Hat halt auch noch alle Kapitel. Oh, Biosauger kannst du natürlich machen. Jetzt schläfst du erstmal, das ist schon mal ganz gut. Ich werde jetzt auf Lola Lied gehen. Um schon mal ein bisschen Schaden zu machen. Schläft tief und fest, sehr, sehr schön. Zu wen könnte ich denn wechseln, um ja ein gutes Pokémon vielleicht vorne zu haben? So, das zieht schon mal schön ab. Problem ist, Spezialangriff steigt.
Daher werde ich jetzt auf jeden Fall wechseln. Riffex könnte hier ein bisschen was machen. Obwohl wiederum Säurespeier senkt den die Spezialverteidigung des Gegners. Eigentlich gar nicht mal so klug, das dann so zu machen. Nee, ist gar nicht mal klug. Und Mülltreffer ist mir zu stark. Das war jetzt nicht klug, dieser Wechsel. Wer könnte hier noch was machen? Cleopatra vielleicht mit Aeoras? Aeoras hat kein Step, ist aber sehr effektiv und es ist halt physisch und physischer Angriff von Cleopatra ist halt gar nicht gut. Heißt, ich kann Aeoras einsetzen. Ich glaube, das erste Mal, dass ich auf Cleopatra Aeoras einsetze. Ist schon so lange mit dem Moveset und trotzdem, ja. Und Schmarzer kannst, das ist natürlich jetzt nicht gut. Ich hoffe, wir sind trotzdem schneller. Und das zieht sehr, sehr wenig ab. Okay, es ging in die Hose. Das ging in die Hose, aber okay. Warte, ich... Nee, Lodalith kann ich jetzt nicht mehr machen. Weil dafür sind jetzt zu wenig KP beim Gegner. Na gut, dann... Lori, du bist jetzt dran und... Wir werden es jetzt mit Hyperbällen probieren. Wir werden es jetzt mit Hyperbällen probieren. Dafür habe ich auch Bälle eingekauft. Weil ich mir schon fast denken konnte, dass man hier Pokémon fangen kann. Spezielle Pokémon. Und die will ich... Doch, die will ich haben. Ich muss sagen, dieses Chongyang oder wie es auch immer heißt. Ja, Chongyang, glaube ich. Das sieht schon Yang, ja. Das sieht doch schon sehr interessant aus. Ah, Knuller. Ich mach mal noch ein bisschen Knuller. Und das... Was? Sehr effektiv? Was? Okay. Warum ist das sehr effektiv gewesen? Wurde erneut... Ich habe noch eine neue Chance. Ich habe eine neue Chance. Ja. Yeah. Vorher werde ich aber auch kurz meinen Pokémon mal heilen. Zumindest hier, zack. Okay, ich habe eine neue Chance. Die nutzen wir. Dann sehen wir uns gleich im Kampf wieder. Offenbar wird es etwas dauern, bis sich das Tor des Schreins wieder öffnet. Heißt, ich muss jetzt hier warten oder was ist hier los? Ist nicht so schlimm, dann mache ich jetzt einen Cut. Ich habe eh nicht mehr viel Zeit, also ich muss gleich mit Nala, meinem Hund, losgehen. Dann nehme ich den Rest des Parts einfach morgen oder übermorgen auf. Ist für mich jetzt nicht das Problem, daher, gut, dann weiß ich Bescheid. Ich speichere jetzt so und für uns geht es dann gleich weiter. Nächster Tag, neues Glück. Gucken wir mal, was jetzt draus wird. Und wie, ich muss die ganzen Schwerter wieder rausziehen. Also, okay, muss ich nicht. Dann machen wir es jetzt nochmal richtig. Ich weiß nicht, wie lange man hier jetzt warten muss. Ich habe jetzt einen Tag gewartet und dann passt das auch. Hat sich eh gut angeboten, weil ich eh mit Nala spazieren musste direkt danach. Und jetzt können wir ja direkt loslegen und ich habe eine Taktik. Erstmal den Flottball schmeißen. Und sonst würde ich mit anderen Mitteln arbeiten. So, gucken wir mal, der Flottball, der ist schon mal hier. Auf Level 60 ist das Pokémon, gut zu wissen. Gucken wir mal. Ah, okay. Bleibt so gar nicht drin. So, ich könnte ja erstmal Gena nutzen. Warum habe ich... Oder hat er irgendwas gegen Gena gehabt? Nee, eigentlich nicht. Blattgeißel kannst du gerne machen. Hier, Gena. Zack. Stimmt, ich hatte ihn ja besiegt gehabt. Schon fast vergessen. So, dann geht's jetzt. Hattest du frisch ein Level up? Wo kann ich das sehen? Kann man ja jetzt nicht mehr. Du hattest frisch ein Level up. Heißt, du bist eventuell stärker geworden. Nee, egal. Ich mach trotzdem Lodalith mit Stärke 80. Und ich kann danach mit Spukball weitermachen. Wir machen erstmal Lodalith. Da heilt sich immer so ein bisschen selber. Das ist natürlich doof, aber gleich schläfst du eh. Oh, guck mal, er ist im roten Bereich. Krass. Das hatte doch eben noch viel weniger abgezogen, oder nicht? Da war ja doch noch... Über die Hälfte der KP war noch übrig. Glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Ist nur ein Tag her für mich, aber dennoch. gut. Dann jetzt, let's go. Hyperball. Besser geht's ja gar nicht. Ja, sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir direkt gefangen und... Dann nochmal eine EP. So, Unlichtpflanze. Ach, du bist Unlicht, nicht Geistpflanze. Oh, dann ist es doch nicht das Pokémon, was Bone meinte. Vielleicht gibt es von denen... Es gibt ja vier Pokémon da. Vielleicht sind die alle so...
irgendwie Pflanze irgendwas. Und halt dann auch Geistpflanze. Das könnte möglich sein. Es entzieht der Vegetation Energie, sodass umliegende Wälder auf der Stelle verdorren, Felder unfruchtbar werden. Ich finde das Design sehr, sehr cool. Also mir gefällt dieses Pokémon sehr dolle. Okay, dann haben wir das. Nein, nicht in mein Team, nicht in mein Team, nicht in mein Team. Obwohl es tatsächlich in mein Team rein könnte, rein theoretisch. So, und sonst ist hier nichts weiter passiert. Kann ich hier irgendwas jetzt noch machen? Auf dem Schrein ist etwas kaum Leserliches eingraviert. Das Siegel der Unheilstafeln wurde gebrochen. Okay, gut. Im nächsten Part geht es dann mit den nächsten Schwertern und mit dem nächsten Siegel weiter. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Bis dahin und tschüss.